Gerade ging es um Twitch und jetzt um Titanfall. Es ist kein großes Geheimnis, dass Spielebetas von großen AAA-Titeln oftmals nur ein Marketing-Tool sind. Leute streamen und produzieren Content, der für den Entwickler kostenlose Werbung ist. Sehr oft dienen solche Beta-Zeiträume nicht wirklich der Verbesserung des Games. Die Titanfall-Beta wirkte extrem wie ein finales Produkt, außer dass gewisse Features nicht aktiviert waren. Eine Demo also, um mal in das Game reinzuschnuppern. Dafür sind Betas wunderbar. Bei Multiplayer-Games werden meist nur die Server getestet, bis das Game gelauncht wird. Dennoch wurde diskutiert, ob Titanfall runterskalierte Texturen in der Beta benutzte. Ist die Grafik final oder wurde sie für die Beta minimiert? Einige haben sogar die Hoffnung, dass es so ist und der finale Release bessere Grafik bietet. Respawn-Chef Vince Zampella hat sich nun über Twitter geäußert. Die Beta nutzte schon die Full-Resolution-Texturen, die auch in der Vollversion zu erwarten sind. Wer sich also mehr erhoffte, wird leider enttäuscht. Solange das Game aber flüssig und zufriedenstellend läuft, kann man sicherlich auch etwas an der Grafik sparen, oder?